Lautstarker Protest vor dem Mercedes-Benz-Werk in Berlin-Marienfelde. Etwa 200 Mitarbeiter sind hier dem Aufruf der IG Metall gefolgt und haben ihre Arbeit niedergelegt. Viele Mitarbeiter sind empört darüber, dass Angestellte im Osten noch immer schlechter bezahlt werden als im Westen. Dass im Osten noch anderer Tarif gilt und die Kollegen 3 Stunden mehr arbeiten müssen für dasselbe Geld, das finde ich äußerst unfair. Außerdem verlangt die Gewerkschaft ein Recht auf befristete Teilzeit mit Lohnzuschüssen für Beschäftigte wie Eltern oder pflegende Angehörige. Natürlich bin ich dafür. Das ist ja verstärkt für Leute, die vielleicht Kinder haben und demzufolge nicht arbeiten können oder auch ältere Menschen, die gepflegt werden, ja, die also pflegebedürftig sind, dass man da sich in der Arbeitszeit etwas rausnehmen kann. Deswegen wird das gemacht. Die Arbeitgeber lehnen die Gewerkschaftsforderungen ab. Sie befürchten, dass dadurch der Fachkräftemangel noch verschärft werden könnte.